Wie bekomme ich die perfekte Bikini-Figur? Zeitschriften und Modekataloge lassen uns träumen vom flachen Bauch, straffen Armen und Beinen sowie dem Knackpo, den wir uns immer gewünscht haben. Aber wie stellen wir das an? Joggen, Diät oder doch Kraftsport? Wir zeigen einen gesunden Weg mit dauerhaftem Erfolg. Die Sonne scheint, der Sommer steht vor der Tür und der Badestrand ruft. Wir sind heute auf der Suche nach der perfekten Bikini-Figur. Doch was ist das eigentlich, die perfekte Bikini-Figur? Also Bikini-Figur, ja, ich habe eigentlich groß nie Probleme mit der Figur, weil ich eben immer regelmäßig was tue. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich so ein Couch-Potato wäre und würde mal monatelang nichts mehr machen. Und ich sage immer so, ich denke, eigentlich ist das doch gar nicht so wichtig. Jeder muss sich in seinem Körper wohlfühlen. Aber ich denke, letztendlich ist es jeder Frau wichtig, wenn sie ehrlich ist. Und mir dann auch klar, wenn ich zunehmen würde, würde ich dann auch mehr tun oder ein bisschen mehr auf die Ernährung achten. Alexandra ist Diplom-Trainerin für Figur und Ausdauer. Sie feierte zahlreiche Erfolge in den unterschiedlichsten Disziplinen. Also als Jugendliche war ich im Nationalkader, Jugendtrainer für Olympia, Leichtathletik, da ging es schon los. Und auch im Reitsport immer erfolgreich, baden-württembergische Meisterin, südbadische Meisterin. Und irgendwann bin ich dann halt auch durch die Ausdauer, war ich immer sehr erfolgreich und dann bin ich so am Fahrrad hängen geblieben. Und dann habe ich mal ein paar Freunde aus Spaß zu einem Marathon angemeldet und dann habe ich dann sofort gewonnen auf Anhieb. Und das war dann auch mein Steckenpferd. Also. Und zum Radfahren bin ich eigentlich gekommen durchs Krafttraining. Ja, ich war damals deutsche Meisterin in der Figurenklasse. Und um natürlich Muskeln aufzubauen, brauchst du auch Ausdauer, um Fett zu verbrennen und um Kondition zu kriegen. Und dann habe ich das immer kombiniert, Krafttraining mit Radfahren oder Laufen. Beim Thema Bikini-Figur denkt man schnell an stundenlange Sonnenbäder und weniger an Sport. Wichtig ist die richtige Motivation. Einfach, weil ich mich besser fühle. Also wenn ich schon mal Tage habe, wie im Urlaub, wo ich gar nichts mache. Ich bin jetzt echt nicht so jemand, wo sagt, oh, ich muss dauern. Ich bin aber gerne faul, aber ich bewege mich einfach gern. Und ich esse natürlich gut. Und wenn ich dann überhaupt nichts mache und hänge nur rum, dann fühle ich mich nicht gut. Also ich habe dann echt zu viel Energie. Viele Frauen glauben, Ausdauersport und die richtige Diät führen zum Erfolg. Also wenn man immer ein bisschen was macht, klar, jeder, wo Sport macht, schaut automatisch auf die Ernährung, weil wenn ich viel Sport mache, brauche ich ja auch Energie. Und Energie steckt nun mal in guten Nahrungsmitteln. Ja? Also man merkt dann selber, wenn jemand regelmäßig Sport macht, sagt er von allein, oh nee, okay, ich habe jetzt mal eine Tüte Chips gegessen, aber am nächsten Tag fühlst du dich halt einfach auch nicht so fit und leistungsbereit. Also die Menge macht das Gift. Also ich finde, man soll auf nichts verzichten. Wenn man gern Süßigkeiten isst, ich esse wahnsinnig gern Süßigkeiten, dann soll man sich auch jeden Tag das gönnen. Aber halt immer ein bisschen zurücknehmen und sich auch belohnen. Aber eigentlich müsste man dann keine Diät machen. Gut, man braucht also keine Diät, aber würde Ausdauersport allein nicht auch ausreichen? Nee, Krafttraining ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg, auf dauerhafter Erfolg, eine gute Figur zu kriegen und schlank zu bleiben. Nicht nur, dass es einen stützt und eine Haltung gibt, sondern einfach, du hast Muskeln und Muskeln verbrennen Fett. Ja. Und es sieht einfach besser aus. Du kannst auch viel mehr essen. Also ich merke das selber an mir, wenn ich jetzt ziehe, Freundinnen von mir, die hungern dann nur und laufe zweimal in der Woche mit dem Hund. Also ich kann doppelt so viel essen und brauche kein schlechtes Gewissen haben. Also Muskeln verbrennen Fett definitiv und ohne Kraftsport wird man dauerhaft nicht schlank bleiben oder man muss sich ständig quälen. Und dann kommt irgendwann im Alter dazu, dass man automatisch schlaffer wird und wenn dann keine Muskeln vorhanden sind, sieht es einfach nicht mehr gut aus im Bikini. Also verhilft uns Kraftsport zu unserer Traumfigur. Können wir damit schnellen Erfolgen rechnen? Also ich sehe immer wieder junge Mädels mit starkem Übergewicht, die dann frustriert sind, wenn nach 12 Wochen sich noch nicht viel getan hat. Weil wenn du dann Krafttraining machst, Muskeln wiegen ja mehr wie Fett. Und da darf man sich echt nicht runterkriegen lassen, weil du siehst ja viel besser aus. Da müsste man eher die Körperstruktur messen. Wie viel Wasser habe ich, wie viel Fett und wie viel Muskeln und sich daran orientieren. Bei Kraftsport denken viele Frauen gleich an Bodybuilding und Muskelberge. Das widerspricht oft der Vorstellung von Weiblichkeit. Ja, also es sollte keine Bodybuilderin sein, wo ich zum Beispiel mehr Muskeln habe als ich. Das fällt mir absolut nicht. Zu viel, ja, definitiv gibt es zu viel Muskeln bei Frauen. Wir sollen also weibliche Rundungen haben, brauchen aber Muskeln für den Fettabbau.
Wie Bodybuilder wollen wir aber nicht aussehen. Also das ist immer die Angst von vielen Frauen, was natürlich ganz wichtig ist. Viele Wiederholungen. Also wenn ich mit einer Frau einen Trainingsplan habe, mache ich von 20 bis 30 Wiederholungen in der Muskelgruppe. Und es gibt dann wirklich ein schöner, schlanker, definierter Muskel. Ja? Und ich kann dir versichern, um Muskeln zu kriegen, muss man sich so quälen. Und wenn eine Frau sagt, ich möchte einfach nur Krafttraining machen, weil es mir Spaß macht und ich möchte gut aussehen, braucht sie keine Angst haben. Auch wenn sie mal nur 12 Wiederholungen, das Krafttraining wächst sicher dauernd. Also auf keinen Fall. Du kriegst einfach nur eine schöne Muskulatur. Und wenn du das kombinierst mit Ausdauer, verlierst du das Fett und dann gibt es einen schönen Muskel. Wohlgefühl und Fitness sind schön und gut. Oft gibt es noch eine weitere Motivation. Also ist sehr wichtig, dass wenn ich eine Partnerin habe, dass die auch trainiert. Weil wenn ich selber viel Sport mache und sie keinen Sport macht, das funktioniert auf längere Zeit nicht, weil die versteht dann auch nicht, was das ist, wenn man Sport macht. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass meine Partnerin trainiert, weil ich der Meinung bin, wenn ich viel trainiere und sie dann nicht trainiere wird, wird die Beziehung nicht harmonieren können. Der Mann von Frau teilt diese Meinung ebenfalls. Absolutes Muss, also Gleichberechtigungsfrage. Wenn Männer trainieren, sollten Frauen trainieren und andersrum. Also meine Partnerin hat mich eigentlich zum Training gebracht, gerade im Leistungssport irgendwo. Und eine Frau, wenn sie Spaß am Sport hat, dann beflügelt es eigentlich. Also Frauensport, Männersport, wenn die ganze Motivation stimmt dazu, dann passt es auch komplett mit der Beziehung, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und dadurch, dass mein Mann ja das Fitnessstudio in gehört, bin ich eigentlich so richtig reingewachsen. Also ich habe Arzthelferin gelernt und irgendwann habe ich mal die einzelnen Fitnessausbildungen gemacht und bin dann selber jetzt Instructor und gebe Kurse. Also ich habe alle Ausbildungen, auch mit Aerobik, aber ich habe mich spezialisiert nur auf Krafttraining, weil ich einfach sage, gerade die Mädels, wo dann ins Studio kommen und nicht so viel Zeit haben, viele machen gerne natürlich so Tanzgymnastik, aber ich finde, wenn man ein bisschen knapp in der Zeit ist, ist Krafttraining. Und für die Mädels, wo das nicht allein draußen an den Geräten machen möchte, biete ich eben die Kurse an. Also Krafttraining in der Gruppe mit Stange, mit Kurzhanteln, eine Dreiviertelstunde, ganzer Körper durchtrainiert. So, das ist mein Bereich. Die richtige Kombination aus Ernährung, Ausdauer und vor allem Kraftsport bringt uns zum Ziel. Wir sind bereit für den Urlaub. Aber was genau ist denn nun die perfekte Bikini-Figur? Also ich habe jetzt auch nicht mehr, ich habe jetzt ein Kind mittlerweile, ich mache nicht mehr so viele Wettkämpfe oder gar keine mehr. Und ich esse natürlich wahnsinnig gern. Ich habe jetzt auch nicht mehr der Waschbrettbauch. Ich habe auch einen kleinen Speckring am Bauch. Aber ich finde, wenn ich das jemandem sage, sage ich, ja, du spinnst ja doch. Also ich finde, das muss jeder selber entscheiden. Und wenn halt die Bikini-Figur nicht so toll ist, zieht man halt einen Badeanzug an. Aber wichtig ist, sich in der Haut wohlfühle und dass es auch einem Mann gefällt. Und wenn man nur kleine Fortschritte hat, hat man schon für sich gewonnen. Also Bikini-Figur muss man nicht aussehen wie ein Model, sondern einfach sagen, okay, ich habe für mich richtig was erreicht in der letzten Zeit. Und das ist eine perfekte Bikini-Figur. Bikini-Figur hin oder her. Wir wissen nun, nur mit guter Muskulatur können wir dauerhaft und gesund abnehmen. In Kombination mit abwechslungsreicher Ernährung und Ausdauertraining steht unserem Traumkörper nichts mehr im Weg. Der Sommer kann also kommen. Nun noch ein paar Tipps für zu Hause. 5 Übungen für zu Hause und das Büro. Erstens, Beine und Po. Beine schulterbreit, Arme ausgestreckt nach vorn, mit geradem Rücken in die Hocke gehen, bis die Schenkel einen 90-Grad-Winkel mit den Waden bilden. Kurz halten und wieder hoch. Zweitens, Brust. Bequemer Stand, Handflächen vor der Brust aufeinanderlegen und für 15 bis 20 Sekunden fest zusammenpressen. Drittens, Schultern. Bequemer Stand, Arme seitlich vom Körper bis zur Waagrechten anheben. Kurz halten und wieder senken. Wenn ihr wollt, auch gern mit Gewichten. Viertens, Bauch. Fester Stand, den ganzen Körper anspannen und dabei vor allem auf die Bauchmuskeln konzentrieren. Die Anspannung 15 bis 20 Sekunden halten. Fünftens, Arme. Fester Stand, Arme seitlich vom Körper, Ellenbogen bleiben fest. In jeder Hand habt ihr ein Gewicht. Arm nach oben beugen und Gewicht heben. Das war's. Thank you.